Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Coral Island. Ich merke gerade, dass meine Stimme komisch klingt, ne? Aber auf alle Fälle sind wir hier und ich habe Post. Das wäre es bereit dafür, dass ich eine neue Maschine... Das ist eine Mayonnaise-Maschine. Gib einem allerdings Bums und macht Mayonnaise. Pharma-Gilde. Ich möchte Frank sein Lieblingsessen machen. Spiegelei, würdest du mir Eier verkaufen? Ich bin in der Nähe. Ich habe, glaube ich, Eier. Oh, wir müssen unsere Sichel und wir haben eine Goldsichel. Die müssen wir abholen. Zack. Da haben wir Kiese. Noch ein Kiese. Ach so, nee. Ich habe jetzt noch eine Mario-Maschine. Warte mal kurz. War natürlich auch mein schlaues Buch. Weil eventuell schaffen wir heute wieder was abzu. Die seltenen Ressourcen haben wir durch. Okay. Ich gebe der einen ihr Ei. Da, ihr Ei. Einmal, zweimal, dreimal. Und dann... Genau, wir müssen halt eben dran denken, heute unsere Sichel abzuholen. Entweder heute oder morgen. Bin mir gerade nicht sicher. Was brauche ich noch? Ein großes Entenei. Stimmt, da war was. So, ihr Lieben, ihr dürft natürlich einmal nach draußen. Während ich in meine Scheune gehe, um zu gucken, ob ich endlich ein großes Entenei habe. Nein, natürlich nicht. Aber ich habe zwei große Eier. So, mein Freundchen. Sehr schön, dass du dich bewegt hast. Kam mir sehr entgegen. Dann einmal das wieder zurück. Das auch. Enten, oh, aber da Entenhai. Entenei haben wir jetzt endlich auch mal in einer besseren Qualität. So, dann. Wo ist Erikas bitte? Erika. Erika. Wo bist du? Aha. Okay. Obwohl ich mich in der Stadt mittlerweile gut auskenne, behaue ich mich trotzdem immer mal wieder, wo was ist. Ja, ist Erika. Erika. Ei verwenden, ja. Nein! Ich sag nix. Sagt einfach nix. Einfach still sein. Wo ist Erika jetzt? In der Stadt. Dann gehen wir doch mit dem Teleporter. Da. Die steht da jetzt immer noch bestimmt. Und wartet auf mich, bis ich ihr scheiß Ei gebe. Ja, guck. Quest Gegenstand geben. Ja. Danke. Bitte. Sehr schön. Dann noch jetzt bei der Stadtbewertung. Nee. Ich dachte, ich krieg da was. Nee. Na gut. Ich gehe mal hoch zum... Was ruckelt's denn heute so arg? Ich habe da was zum Freimachen. Am Samstag geschlossen. Leck mich. Wir haben aber zu... offen. So, lieber Schmied.
Da mache ich bei dir halt die ganzen Truhen auf. Ich glaube, meine Sichel kommt erst morgen. Doch. Goldsitze. Aber ich habe nur eine davon. Lila Kristall. Brauche ich den? Nö. Ich habe den einfach so. Gut. Dann gehen wir jetzt mit unserer Goldsichel noch ein wenig im Meer baden. Weil wir haben noch sehr viel Energie und noch viel mehr Zeit. Ja, gut, Zeit geht. Ich würde gerade sagen, nicht mehr viel Zeit. Aber das ist eine Lüge. Ich hätte jetzt ein bisschen geweint, hätte ich meine Tauchposition zurückgesetzt. Weil das wäre jetzt wirklich sehr ärgerlich gewesen. So. Patagonische Muschel, brauche ich dich? Nee. Hallo, du sexy Garnele. Okay, wir brauchen hier noch den. Brauchen wir nicht. Ach, ich muss nach links rüber. Das war's. Deswegen stand ich auch da. Ja, hallo. Kleine Scheißwurzel. Geh weg. So. Da ist auch noch so eine Buchtkammmuschel. Oh, was bist du denn? Warte, du kommst mir hier entgegen. Das ist sehr lieb von dir. Olindias Formosa. Klingt spannend. Ah, lol. Ich wollte gerade fragen, wo sind hier eigentlich die. Da, am Schiffswrack. Ich war noch gar nicht so weit. Warte, die Dinger ist. So, warte mal, warte mal. Ich bin noch gar nicht so weit. Warten Sie doch mal. Ich habe nicht damit gerechnet, es so schnell zu finden. Erhöht sich eigentlich auch der Radius davon? So viele Fragen. Da unten? Da drüben? Immer wenn ich hier unten bin, oh lol, muss ich so ein bisschen an das Buch denken. Das Mädchen, das im Ozean verschwand. Sehr, sehr schönes Buch, kann ich sehr empfehlen. Das hat tatsächlich davor angehalten. Habe ich jetzt irgendwie nicht mitgerechnet. Wir müssen hier aber auch ein riesiges Gebiet abdecken, was hier so voller Schlons ist. Ist eigentlich bei dem Piratenschiff irgendwas? Wiedersehen. Ach so, das sind sogar zwei. Sad. Na gut. Das ist einfach mittendrin geteilt. Zack. Welche blöden Muscheln brauche ich noch? Miesmuschel, Königsmuschel und den blöden grünen Seeigel. Habe ich den nicht schon gefunden? Habe ich den aus Versehen eingemacht? Ich würde es mir zutrauen. Wäre natürlich jetzt äußerst ärgerlich. Aha, Nummer 2. Fehlt nur noch Nummer 3. Aber jetzt gehen wir erst hier Nummer 2 entlang. Du machst sicherlich einiges noch weg. Vielleicht ist da ja Nummer 3 schon drin. Hoppala. Aber das hatte ich, glaube ich, noch nie.
Das war etwas, das bei einem im Weg stand, der andere drunter war. Na komm. So. Ich produziere übrigens gerade ein bisschen vor. Wobei eigentlich überhaupt nicht, ne? Ist immer noch nächste Woche. Ist nicht so krass vorproduziert. Versuche nämlich die nächste Woche fertig zu kriegen. Und ich habe es aber schon geschafft, dass ich Cyberpunk und Palworld fertig bekomme. Also fertig, fertig. Das heißt, ich habe da bis zum 29. Februar Ruhe. Hallo, kleines Seepferdchen. Komm her, kleines Seepferdchen. Jawohl, Giraffenseepferdchen. Kann gut sein, dass ich das abgeben muss. Hm. Sehen wir ja dann. Jetzt heißt sie erstmal noch Müll wegmachen. Es gibt auch super wenige Kisten. Ich bin so vorgekommen, dass ich in den Teilen drüber mehr gekriegt habe. Man kann auch nur so ein Gefühl sein. Warum ist denn hier jetzt offen? Achso, nee, hier ist gar nicht offen. Das war vorher schon offen. Ich habe einfach noch nicht hingeguckt. Es wäre jetzt cool, wenn wir schon das andere Material hätten. Nee, Quatsch, da war nicht offen. Das ist gerade offen gemacht worden. Da war doch hier die Trennung drin. Bin ich jetzt doof? Da müsste es jetzt eigentlich da hinten aufgehen. Ich mache hier mal meinen Anker hin schon mal. Arschloch. Biegt er da eiskalt ab? Da hinten. Eieieiei. Ich finde es aber eigentlich immer ganz cool, wenn sie dir vorher anzeigen, wo der Weg blockiert ist. Wo ist der Weg blockiert? Nirgends mehr? Haben wir's? Yes, wir haben's. Das heißt, wir können da weiter. Also wenn es da weggeht. Ich hoffe, dass es da weggeht. Aber müsste eigentlich. Wie weit sind wir eigentlich? Boah, wir haben noch so viel vor uns hier unten. Holy shit. Ich habe irgendwie... Weiß nicht. Ich habe mir das kleiner vorgestellt. Als wie es letztendlich ist. So. Ich mache hier meinen Anker schon mal wieder hin. Es geht nämlich langsam die Energie aus. Ja, dann kriegen wir das vielleicht doch weg. So. Dann haben wir heute 4 Schreine einfach geschafft. 4. Das sind 40 Punkte. Die wir heute einfach gemacht haben. 40 von 200, aber es waren 40. Das ist krass. Okay, den Bereich haben wir dann jetzt auch fertig. Was macht der alles weg? Oben oder unten? Ich nehme mal an, oben. Okay. Dachte jetzt eigentlich rechts. Aber gut, klar, wenn oben die scheiß Wurzeln sind, macht Sinn, dass wir nach oben gehen.
So. Ich setze mich da jetzt mitten rein. So. Und pflanze meinen Anker dorthin. Und beende mein Tauchen. Ach. Okay. Dann gehen wir. Oh, hoppala. Ich wollte jetzt schon fast nach da drüben klicken. Gehen wir einmal kurz hier hin, um zu gucken, ob ich irgendwas gefunden habe. Nee. Scheunentiere. Oh, große Wolle. Lol. Wolle. Wusstest du nicht, dass ich groß. Da, große Wolle. Ich habe doch schon länger so eine große Wolle. Ich muss mir eine Ziege holen. Aber dafür muss ich das andere erst. Hab ich nicht? Ach so, das ist Herbst. Wir sind noch im Sommer. So, und jetzt gehe ich ins Museum. Und schaue, ob wir da irgendwas reinschmeißen können. Gegenstand spenden. Yes, und yes, und yes. Belohnung kriege ich. Perfekt. Wir haben jetzt schon 91. Da dürften wir jetzt eigentlich... Ah doch, wir sind noch ein bisschen weit weg. Aber Stadtbewertung wird immer besser. Wir sind da vielleicht auch bald auf D. Das ist gut. Was mache ich denn? Ich muss doch dahin. Da, Farm. Ich kann überall noch hier sowas reinschmeißen. Oh, das passt sogar rein. Okay, was haben wir bei Samen? Da. Für den Herbst. Dann Stein und Holz. Stein und Holz. Essenzen. Erze und Barren. Monsterloot haben wir nicht. Erzeugnisse. Brauchen wir die Chili. Sonstiges. So. Dann haben wir das wieder dahin. Und das Salz kommt in die Küche. Ich bin so stolz auf uns, wie viel Ordnung wir da drin haben. Also wirklich. Perfekt. Geh zu Bett. Nächster Tag. Ich war schon wieder nicht um 18 Uhr am Strand, ne? Ah, ich habe das voll vermasselt. Entschuldigung. Oh, es regnet. Gib mir mal den ganzen Mais, bitte. Und das hier. Sehr gut. Die ganzen Bronzesachen, wenn ich welche habe, kann ich verschicken. Und der Rest kommt da rein. Okay. Diese nehme ich auch gerne. Alles verkaufen. Müssen wir jetzt noch einmal zu unseren Tierchen? Na? Tor müssen wir nicht zumachen, weil... Was brauche ich? Ich brauche eine große Milch in Silber. Okay. Eine große Milch in Silber. Ist schon ein bisschen schwer. Möchte ich mal anmerken. Du musst sie wie. Ja, große Milch, immerhin. Du musst sie die bestimmt auch ewig haben. Oh, große Milch in Bronze. Na hey. Wie schaut's denn aus? Ja, drei Herzchen. Geiler Scheiß. Dann schauen wir mal zu euch.
Das große Entenei wäre noch nice. Ich habe nur ein Ei heute. Na gut. Na gut. Wenn ihr es seid. Zack, 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 zack. Warte, habe ich denn ein paar Eier wieder übrig? Ja, Milch. Könnte ein bisschen Käse machen. So. Ja, ja, Maschine voll. Sonntag hat der Schmied zu. Das heißt, wir können, wenn dann, nur ins Labor gehen. Ich würde aber auch gerne mal wieder zu Vaku gehen. Wo bist denn du? Im Observatorium oben. Da kann ich noch nirgendwo wirklich hin teleportieren.